Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mich sieht er heute jetzt mal nicht, hat den Grund. Und zwar jetzt in letzter Zeit immer solche Mails, weil man mal irgendwann aus YouTube sich Musik runtergeladen hat, als für die Videos selbst, die mal genehmigt waren. Hier ist zum Beispiel gerade mein Einspruch erhoben worden von We Are Music BV wegen dem Text. Ich habe mir das damals aus dem YouTube runtergeladen. Ich will jetzt aber keinen Widerspruch einlegen, das lohnt sich jetzt einfach nicht. Stress zu machen, weil es geht hier eigentlich nicht darum, das wird wohl öfters passieren durch diese ganze, den ganzen Kram, den es dann so gibt und Leute sich dann oder Künstler sich hinterher überlegen, nö, will ich ja doch nicht, ich möchte jetzt die Werbeeinnahmen haben. Was kann ich jetzt dagegen machen? Das ist eigentlich ganz relativ einfach. Jetzt seht euch die Optionen hier an, wenn ich das jetzt öffne. Habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Also erstmal wird mir hier gesagt, das kann nicht mehr modularisiert werden. Und wir haben hier diesen Teil, der ersetzt werden muss. Das sind mal so 3 Minuten ungefähr. Ja, was kann ich jetzt machen? Soll ich das Video jetzt löschen, rausnehmen? Also erstmal passiert euch gar nichts, aber der Betreffende möchte dann gerne die Werbeeinnahmen haben. Aber wir haben jetzt hier die Möglichkeit, es ist neu bei YouTube, wer das nicht kennt, ne, wir können den Einspruch erheben. Das spare ich mir jetzt. Den Song stumm schalten, das können wir auch machen. Ne, oder den Song ersetzen. Song herausschneiden, das geht natürlich auch. Wenn wir jetzt auf Song ersetzen gehen, was mache ich jetzt zum Beispiel? Dann suche ich mir mal irgendwas hier mit 3 Minuten Schlag mich tot aus. Ich hoffe, ich finde da irgendwas. Die Liste ist lang. Kann ich mir das hier vorher anhören? Zum Beispiel, damit ich dann auch ungefähr weiß, naja, passt das oder passt das nicht? Hier haben wir 3 Minuten 5. Nicht so schön, ne? Gut. Aber was in der Richtung jetzt mal raussuchen, damit wir das dann finden. 3, 1. Oh, grauenhaft. Fällt mir ja schlecht bei. Ist ganz finster. Ich werde nachher das Video sowieso rausnehmen, aber ich wollte es euch wenigstens gezeigt haben. Und jetzt jetzt können wir das Ganze, die Position Länge anpassen. Klicken Sie auf Schließen, um das ersetzte Schließen. Also, das passt jetzt nicht. Das hat er sich hier abgehängt. Änderung verwerfen. Kann ich gar nichts mehr machen. Wie gesagt, aber das funktioniert nochmal. Ich habe es jetzt gerade drauf gemacht. Aber das funktioniert. Ihr könnt das hier jetzt noch anpassen und bla bla bla. So, wenn ich jetzt da nochmal drauf gehe und sage hier Segment herausschneiden, ersetzen. Ich schnapp mir jetzt einfach Ice and Fire. Und gehe jetzt auf Speichern und höre mir das hinterher später noch an. Dann schneide ich das raus oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es natürlich möglich, hier das rauszuhalten. Ich wollte das zumindest mal gezeigt haben. Vielleicht hilft er dir. Wir sagen jetzt Änderungen speichern. Und dann fängt er jetzt hier an zu rödeln. Im Check, was bringt das, bla bla bla. Dieser Vorgang kann jetzt etwas dauern. Du kannst die Seite verlassen und später nochmal vorbeischauen. Wir aktualisieren das und da unterstützt uns dann in diesem Moment YouTube. Und erleichtert uns die Arbeit nochmal. Der Vorgang ist hier ersetzt.
Und wir haben unsere Ruhe wieder. Und ihr kriegt weiter eure Werbeeinnahmen. Ja, das war es soweit mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, lasst ein Abo da oder hebt den Daumen in nördliche Richtung. Nächste Video ist natürlich wieder am Start. Aber das war mir jetzt sehr akut, weil mir das persönlich nach 6 Jahren in kürzester Zeit jetzt 3-mal passiert wird, obwohl ich nur lizenzfreie Musik, die man auf Videos verwenden kann, seit Anfang an nutze. Was da jetzt momentan gerade los ist, kann ich natürlich euch nicht sagen. Da habe ich bis jetzt noch nichts Näheres gefunden. Aber ich denke mal, in Zeiten der Überprüfung wird das wohl jedem noch öfters passieren. Nicht, dass wir hier eines Tages noch sitzen und dürfen alle unsere Videos neu modularisieren mit Musik. Ne, dann können wir gleich den Laden zumachen. Ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Solltet ihr Fragen haben, schaut es in die Kommentare. Ich sage an dieser Stelle tschüss, bye bye. Bis zum nächsten Check hier auf dem Kanal. Macht's gut. Bye bye, euer Ducky.